Mein Name ist Cedric Zoller von zollergraphie.de. Danke fürs Einschalten. Das war schon ZMM Number 10. Füße, Grill, Licht. Ich weiß, etwas cheesy, aber das wird ein Recap-Video. Also bleibt bitte dran und wir labern heute ein bisschen mehr, weil es geht jetzt quasi, das ist jetzt Nummer 10 von ZMM, Zollografie Movie Monday, 10 Wochen am Stück geballert. Mit ein bisschen Struggle zwischendrin, ja, weil es halt einfach das Leben kommt dazwischen, wie auch jetzt. Ich konnte leider am Wochenende null filmen, ich habe keine Zeit gehabt, überhaupt irgendwas hier aufzunehmen. Ein Grund ist vor allem der kleine Freund hier hinter mir in dem Aquarium. Riddick, mein neuer Mitbewohner, aka mein Kampffisch. Den werdet ihr auf jeden Fall noch kennenlernen und bleibt dran. Ich baue hier gerade mal kurz das irgendwo auf, dass wir uns besser unterhalten können und bis gleich. 10 Wochen später, ZMM Number 10. Was soll ich sagen? Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die immer reingetuned haben, die immer kräftig mitgemacht haben, geteilt haben. Hat mich mega gefreut jedes Mal. Gleich vorab, das ist jetzt sowas wie ZMM Season 1 ist jetzt erstmal vorbei, ja, weil ich habe jetzt dann im Mai echt noch die nächsten Wochenenden und Tage echt viel zu tun. Es geht auf jeden Fall mit dem Channel aber weiter. Ja. Ich habe jetzt halt festgestellt, mittlerweile muss ich zugeben, so was die Resonanz angeht, habe ich so das Gefühl, dass die Leute echt mehr von mir sehen wollen. Also haben auch mittlerweile mehrere Leute schon mitgeteilt. Und ausgrund dessen werde ich den Channel halt so weiterführen, dass ich echt einfach dann unter Sandrio Zeule laufen lasse. Und jetzt auch ein bisschen weg vielleicht vom Thema Fotografie, ja, und aber einfach das mache, worauf ich so Bock habe. Also sprich, wenn ihr irgendwie dabei sein wollt, wie mein Leben so läuft, was ich alles so ein Zeug mache. Jetzt habe ich hier ein neues Hobby, Aquaristik, ja, oder Aquarium. Da habe ich auch schon ein kleiner Fisch. Das war auch jetzt der Grund, warum ich am Wochenende gar nicht groß zum Filmen kam, weil ich den bekommen habe. Und dann war er krank, hat sich da ein bisschen gestresst in dem neuen Tank. Da musste ich mich erst um den kümmern. Ja, und ich will so ein bisschen da meine Journey auf jeden Fall auch mit Video festhalten. Vielleicht ein paar coole Sachen machen, was man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat in Deutschland in dem Bereich. Und ich habe einen kleinen englischen Blog schon aufgesetzt, wo man reinschauen kann. In der Videobeschreibung ist der Link dazu, The Accidentally Aquarist, ja, wie ich zufällig zu dem Thema Aquaristik kam. Und ja, ich hoffe, ihr seid trotzdem weiterhin dabei bei meiner Reise, bei meiner Journey. Und es würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Lasst auch gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Oder ihr sagt, nee, scheiße, und wir wollen aber nur irgendwie lustige Videos sehen, nicht Bananenopfer. Dann ist es halt so, aber alles in allem wird es wahrscheinlich auch weiterhin Content geben im Fotobereich, im Videobereich. Ich will Tutorials machen. Ich bin jetzt so fast 10 Jahre dabei beim Fotografieren auf einem hohen Level. Und deswegen kann ich mein Wissen auch weitergeben für euch, dass ein paar Leute auch irgendwie ein paar Tipps und Tricks mitnehmen können. Meine Livestreams, wo ich bearbeite, weiterhin werde ich gern weiterführen. Ja, da war auch sehr viel Resonanz da, dass das die Leute sehen wollten. Und viele haben es geschrieben, ich soll Tutorials, Vlogs machen. Ich guck mal, was ich da machen lässt, wie ich dann halt Bock habe. Und ich werde halt auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwie einmal in der Woche auf jeden Fall ein Video hochlade hier auf YouTube für die Community, dass wir hier weiter wachsen. Und es wird mich freuen, wie gesagt, wenn ihr weiter dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Montag bei dem hoffentlich langsam kommenden Frühling. Und für mich gibt es, wie gesagt, jetzt erstmal in den nächsten Wochen ein paar actionreiche Sachen. Übernächste Woche bin ich auf dem Rammstein-Konzert in Gelsenkirchen. Das wird ziemlich krass, glaube ich. Leider vlogmäßig wird es wahrscheinlich schwierig, vielleicht mache ich da was mit dem Handy, auf jeden Fall meinen Instagram folgen, storymäßig wird es da was geben. Und ansonsten war es jetzt wie gesagt ein etwas textlastiger ZMM Recap. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal riesen Shoutout an alle, die da mitgemacht haben, bei den ganz spontanen verrückten Scheißideen, die ich hatte, über Murat, Sophia, Nils, Luca, hier Sandra, Laura, alle, wie sie alle heißen, ja, ihr habt echt super geil mitgemacht, Fabi auch damals, das Motivationsvideo war immer noch Hammer, wie er da trainiert hat, das finde ich immer noch eins der geilsten, ohne Scheiß, und ja, hat echt Spaß gemacht, es war eine coole Journey, ich habe echt auch vieles gelernt, ja, vor allem was Zeitdruck angeht und Management angeht, so videotechnisch auch ein paar Sachen, klar, und aber alles in allem, coole Sache, hat mir Spaß gemacht.
Vielleicht gibt es da mal jetzt dann Season 2, kann ich jetzt aber noch nicht sagen, wie, wo, was, weil es doch echt zeitintensiv ist. Also Wochenende waren halt komplett antisocial zum Teil, wo ich einfach so die ganze Nacht bearbeitet habe und nicht unterwegs war und die Leute so, hey, lebst du noch und so, und ich, ja, ich mache Video. Das ist halt schwierig, weil ich ein sehr sozialer Mensch bin, viel rausgehe und genau, das war jetzt mal heute Real Talk. Und ansonsten, Kawabunga, Leute, stay safe, bleibt da sauber, haut da rein, wisst ihr Bescheid. Euer Sandy von zoolografie.de, auch Sandy von San Diego Zoolo. Und in dem Sinne, kommt mehr Fisch-Content, kommt mehr Katzen-Content, mal gucken, kommt mehr Foto-Content, es kommt mehr von allem. Ihr müsst nur damit klarkommen, dass es kommt, wie ich es kommen lassen will. Ja. Und dann sind wir safe und ansonsten Daumen hoch. Wer es nicht gefällt, zweimal Daumen runter. Genau, und ansonsten Subscribe, haut da rein. Die übliche Scheiße, hab euch alle lieb. Peace, euer Sandy Man.